Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ausgewandert nach Thailand. Heute besuchen wir den Tonghang Pha und den Sai Rung Wasserfall. Diese beiden Spots wären dann auch schon fast die einzigen zwei Orte, die sich in unmittelbarer Nähe von Khao Lak befinden würden. Nach dem Video habe ich dann noch einige Informationen und die Bewertung für diesen Ausflug. Außerdem freue ich mich ganz speziell auf mein nächstes Video, da dieses auf meinem Kanal das erste sein wird, das von mir eine volle 6-Stern-Bewertung bekommt. So, nun viel Spaß mit diesem Video. Anreisezeit an die Zielorte. Von Khao Lak aus benötigt ihr pro Spot ca. 30 Fahrminuten. Sehenswertes auf dem Weg an die Zielorte. Sobald ihr die Hauptstraße verlassen habt und in Richtung der beiden Wasserfälle kommt, erwartet euch eine idyllische Landschaftskulisse. Sehenswertes und Abwechslung an den Zielorten. Die beiden Spots wären sicherlich eine gelungene Abwechslung zum Strandalltag, aber später mehr dazu. Massentourismus an den Zielorten. An beiden Spots hatte es kaum Touristen, also alles bestens. Infrastruktur und Verpflegungsmöglichkeiten an den Zielorten. An jedem Spot hatte es Toiletten und kleinere Verpflegungsmöglichkeiten. Eintrittspreise. Für den Tonghang Pha Wasserfall zahlt ihr pro Person 200 Baht Eintritt. Für den Sai Rung Wasserfall zahlt ihr 20 Baht Parkplatzgebühr. Allgemeine Informationen. Also, bei den Tonghang Pha Wasserfällen wandert ihr erstmal 30 Minuten den Berg hinauf und das bei gefühlten 40 Grad. Für den nächsten etwas größeren Wasserfall geht es dann nochmals 20 Minuten rauf und runter. So geht das weiter und weiter. Beim Sai Rung Wasserfall könnt ihr direkt zum Spot fahren, danach noch 3 Minuten laufen und schon seid ihr beim Wasserfall, somit ziemlich easy und stressfrei.
kommen wir zu meiner subjektiven Bewertung. Da sich unsere Begeisterung in Grenzen hielt, vergebe ich für diese beiden Spots maximal 3 Sterne. Für jemand, der sowas noch nie gesehen hat, könnte es dennoch eine willkommene Abwechslung zum Strandalltag sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei Ausgewandert nach Thailand.